Hi, mein Name ist Dirk Brandt und ich darf euch zu einem weiteren Gear-Check des Podcasts Schlagabtausch begrüßen, den ich zusammen mit meinem Kollegen Timo Ickenroth durchführe. Und heute geht es um den Test der lang erwarteten Drum Legacy Snare Drum. Die habe ich ja schon im Teaser, im Ticker vor kurzem vorgestellt. Und das ist eine ganz besondere Snare Drum, denn die wurde von Tim Lehnert, der quasi Inhaber der Firma Drum Legacy ist, hergestellt, gebaut oder besser gesagt umgerüstet. Denn diese Snare Drum war eigentlich mal ein 14 Zoll großes Concert Tom von der Firma Pearl und zwar mit einem Phenolic-Kessel. Ich habe im Anschluss des Videos, der Tim Lehnert hat sich die Zeit genommen und wir haben ein sehr ausführliches Interview geführt über seine Leidenschaft für Pearl Drums, über sein Verhältnis zu Phenolic-Kesseln, weil das ist ganz interessant, oder überhaupt zu Pearl und warum er auf die Idee gekommen ist, Drumbuilder zu werden. Und von daher möchte ich mich nochmal bedanken beim Stefan Kort von der Firma Adoro Drums. Der hat nämlich den Kontakt zum Tim hergestellt und wir haben ein tolles Interview geführt. Und der Tim ist gleichzeitig auch Mitarbeiter der Firma Adoro Drums. Und was das Ganze so alles auf sich hat, dazu hört ihr am besten nachher im Anschluss an den Soundtest, hört ihr am besten das Interview, welches ich live mit dem Tim geführt habe. Da sagt er nochmal ganz genau die Spezifikationen der Snare Drum. Aber vielleicht so zum Beginn nochmal, was es ist. Diese Snare Drum ist eigentlich ein Concert Tom aus, nicht aus Holz, sondern aus einem Phenolic-Kessel und hat insgesamt 10 Stimmschrauben. Der Snare Drum Teppich besitzt 42 Spiralen. Hat eine ganz schöne, Folie einerseits, dieses, was so ein bisschen aussieht für mich wie ein Airbrush-Finish und dann dieses Abalone, die Folie nochmal, was das quasi wie so ein Sandwich da drin einpackt. Ganz hervorragend. Und das Besondere ist, die Snare Drum ist ausgestattet mit den Heritage-Fällen der Firma Adoro Drums. Und die möchte ich kurz nochmal erklären, denn ich hatte die vor kurzem im Test und ich bin ein Fan davon, weil sie klingen wirklich nach meiner Meinung anders. Und das Interessante an dieser oder an diesen Fällen ist, sie haben diesen typischen Vintage-Look oder Kalbsfell-Look. Und sie haben einen sehr warmen und fokussierten Sound, aber bei dieser Snare Drum ist jetzt etwas anders. Denn hier ist das sogenannte 14 Zoll Heritage PDX Snare Drum Fell drauf. Und ich habe mal beides hier im Vergleich. Das ist das übliche Snare Drum Fell, oder besser gesagt, das ist hier jetzt das übliche Heritage Fell. Das ist für einen Standdock gedacht, das ist in 16 Zoll Größe. 16 Zoll Snare Drum habe ich persönlich bisher noch nicht gespielt. Das ist also das Normale, das seht ihr auch. Und wenn man jetzt sich das Heritage PDX Snare Drum Fell anschaut, so sieht es aus von vorne. Und wenn ich es umdrehe, sieht man es ganz gut. Es hat einen Power Dot für mehr Stabilität und für mehr Punch, besonders für die Snare Drum. Dann seht ihr hier noch diese kleinen Dämpfungsstreifen. Das heißt, ihr braucht eigentlich gar nicht mehr dämpfen, denn die verleihen der Snare Drum auch nochmal wirklich einen fokussierten, kontrollierten Sound und der Power Dot nochmal Punch und Langlebigkeit. Und wie das Ganze klingt, das hören wir jetzt einfach mal im Soundtest. Ich werde die Snare Drum zunächst in einer tiefen Stimmung spielen und arbeite mich dann nach oben vor. Werde immer mal wieder den Snare Drum Teppich abspannen, anspannen. Dann weiß man ja von mir, ich liebe Rimshots. Das heißt, ich werde die Snare Drum mit Rimshots, aber auch ohne spielen, sodass ihr wirklich einen Vergleich dazu habt. Denn nochmal, diese Fälle sind echt eine Alternative, wenn man einfach mal etwas gegen den Mainstream sucht. So, jetzt aber genug geredet. Auf geht es zum Test. Und nochmal denkt daran, im Anschluss der ganzen Soundbeispiele hört mal in das Interview von Tim Lehnert und meiner Wenigkeit einfach mal rein und lasst euch mal inspirieren, was der Tim so über seine Leidenschaft zu Drums erzählt. Zunächst hört ihr die Snare Drum in einer tiefen Stimmung mit abgespannten Snare Drum Teppich.
mit Rimshot. Die Snare-Drum in einer höheren Stimmung, zunächst ohne Snare-Drum-Teppich. Als Groove ohne Rimshot. Mit Rimshot. Nun hört ihr die Snare-Drum in einer mittleren bis hohen Stimmung. Das ist eigentlich die Stimmung, wo für mich die Snare-Drum am schönsten klingt. Zunächst wieder mit abgespanntem Snare-Drum-Teppich. So, ich habe die Snare-Drum hochgestimmt. Das würde noch höher gehen. Was ich das Interessante an den Heritage-Fällen finde, die behalten immer diesen dunklen, warmen Klangcharakter. Selbst jetzt, wenn die Snare ein bisschen mehr nach Timbali klingt.
Ihr hört es selber, eine Snare-Drum mit einem unheimlich großen Frequenzspektrum. Eigentlich mal ein Concert-Tom, das finde ich schon wieder geil, diese Idee da dran. Und durch die Adoro-Fälle, finde ich, hat man immer diesen warmen, runden Sound. Ich finde es mega, also mir taugt der total. Finde ich super spannend, das Ganze. Ganz wichtig, das Resonanzfeld ist selbstverständlich auch das Gegenstück dazu aus der Adoro Heritage-Serie, aber als Resofell natürlich. Die Abhebung ist sehr einfach gehalten und effektiv. Was will ich da mehr? Wie gesagt, eine wunderbare, schöne Snare. Der Besitzer kann sich glücklich schätzen. Jetzt hört ihr auch nochmal zwei Tracks von mir, ein so ein Akustik-Ding und ein so ein bisschen mehr rockig-metaliges Ding, wo ich die Snare-Drum im Einsatz habe. Und die Snare-Drum ist wirklich echt interessant und viel besser noch, es ist ein Unikat. Dieses Snare, nach meines Wissens, gibt es nicht noch einmal. Und das ist das Interessante dabei. Hört, wie gesagt, im Anschluss nochmal unbedingt an den Soundpair-Spielen. Hört unbedingt nochmal in das Interview mit Tim herein. Ein toller Typ. Und der erzählt wirklich tolle Geschichten nochmal zu Snare mit den ganzen Specs. Deshalb habe ich das hier gar nicht großartig aufgenommen nochmal. Hört in das Interview herein. Vielen Dank nochmal, dass ich dieses Snare testen durfte. Leider muss ich sie wieder abgeben. Und ich habe schon gehört im Podcast, so einige interessieren sich dafür. Derjenige, der später dieses Snare besitzen wird oder seinen eigenen darf, hat ein wunderbares Einzelstück. Und das, finde ich, ist schon eine Menge. So, und jetzt kommen die Songs oder kurze Songs, wo ihr die Snare nochmal im Einsatz mit Musik hört. Dranbleiben. Liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich einen besonderen Gast und zwar diesmal sogar im Live-Interview. Das hatten wir so im Gear-Check auch noch nie bei Timo und mir im Podcast Schlagabtausch. Und zwar habe ich vor kurzem in unserem Videoticker eine Snare-Drum vorgestellt von der Firma Drum Legacy. Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das eigentlich eine Adoro Snare Drum ist. Und zwar der Kontakt ist nämlich zustande gekommen durch Stefan von Adoro Drums und dessen Mitarbeiter, der mir hier jetzt gegenüber sitzt, das ist der Tim Lehnert, ist nämlich auch absoluter Snare Drum Nerd und auch Builder, also baut selber Snare Drums. Und von dem ist diese Snare Drum Drum Legacy. Jetzt sage ich erstmal nach Berlin. Hallo Tim, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Moin, grüßt euch. Mega, klasse. Weil es haben nämlich viele Leute auf den Test jetzt gewartet. Der kommt jetzt auch endlich. Wie gesagt, ich habe mal wieder Stress mit meinen Festplatten gehabt. Und von daher finde ich das ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst. Und vielleicht stellst du dich selber einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, warum du eine Affinität zu Pearl Drums hast und warum du überhaupt Snare Drum baust. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass du selber sagst, ich beschäftige mich sehr mit Snare Drums oder mit Pearl Drums?
Ja, fangen wir erstmal vorne an. Moin, ich bin erstmal der Tim. Ich bin der, sag mal, der einzige Mitarbeiter von Legacy Drums. Ich baue da unter meiner eigenen Marke mehr oder weniger meine Snare Drums und restauriere auch viel und baue auch eigene Schlagzeuge. Ja, wie kam das? Das kam eigentlich von der Musik her. Also ich bin damals losgegangen mit 13, 14 und habe mich mal umgehört, was gibt es für gute Musik? Und bin dann tatsächlich hängen geblieben in den 70er Jahren. Es hat damals bei mir, ich sage immer leider bei mir alles angefangen mit Kiss. Ja, geil. Kiss kennt man natürlich, die Make-up-Leute, ne? Ja. Und gerade halt auch Peter Criss. Also bei mir hat es eher angefangen mit Peter Criss, mit seinen riesengroßen Schlagzeug. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe in einem Video, das war der Wahnsinn. Und das war so der Startschuss, wo ich dann gesagt habe, ja, in diese Musikrichtung wird es auf jeden Fall gehen. Und seitdem hat mich das Schlagzeug auch einfach nicht mehr losgelassen. Ja. Das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Und dann irgendwann war man dann halt in der Ausbildung und hat sich dann gedacht, ach, jetzt verdiene ich ja Geld. Und so doof wie es ist oder so doof wie man jung war, ist man dann einfach auf Amazon gegangen und hat sich über Amazon sein erstes Pearl Export Kit gekauft. Geil, So, ja. früher ist man in den Laden reingegangen, heute ist das ja kein Problem. Zwei Knopfdrücke, bist du 700 € los und nächsten Tag steht's vor der Tür und so war es dann auch. Ja. Und das war so eigentlich so der erste wirkliche Kontakt, dass ich wirklich gesagt habe, nee, ich möchte das jetzt lernen, habe mir eins bestellt und ab da ging es dann, ich sag mal, los. Ich will auch meinen, so ein bisschen der Abstieg, weil man dann erstmal viel Der gelernt hat. Abstieger. Ja, Ja. es ist wirklich auch ein bisschen Abstieg, weil wenn man in ein Musikinstrument, das erstmal das Erlernen ist ja die eine Sache und die Historie, die dahinter steckt. Die ist ja noch mal was ganz anderes. Ja. Genau, und dann kam das halt eins zum anderen, wo ich dann halt schnell gemerkt habe, die 700 € waren ein bisschen fehlinvestiert, weil wenn man mal genau hinguckt, ist ja Export ein Schlagzeug für, ich weiß nicht, 700, 800 €, das ist ja auf den ersten Blick, also es ist geldtechnisch viel Geld, aber instrumententechnisch nicht viel Geld. Ja. Und wenn man dann halt wirklich losgeht und guckt sich die Qualität der Teile an und die Qualität der Kessel, da hat man dann schon, habe ich persönlich früh gemerkt, das ist gar nicht so toll. Also Ja. genau, und dann habe ich halt für mich gesagt, also das kann ich besser. Das kann ich im Keller bei mir zu Hause besser machen. Und Ja. so hat sich das dann ergeben tatsächlich. Aber wie bist du denn dann angefangen? Das heißt, du hast dir dann andere Trommel geholt oder hast du dann Böckchen auf einmal selber gemacht oder hast du die nachbearbeitet? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich habe erst mal angefangen, bei meinem Export-Kit so viel wie möglich noch rauszuholen. Also das ging dann von Folienaufarbeitung bis zu Materialschäden, wo einfach auch Oberflächenschäden, wo einfach der Chrom langsam abgeblättert ist, wo ich mir dachte, das Kit ist jetzt 2 Jahre alt und das stand im Ja. Proberaum. Und es hat halt schon so viele Mängel. Also es wurde von mir auch relativ gepflegt. Also ich bin da schon eher so einer, der seine Snare Drums einmal in der Woche abstaubt, wenn die im Regal Geil. stehen. Geil. Deswegen, das muss schon anständig sein. Ja, und jedenfalls habe ich dann halt auch mehr gelernt in die Geschichte. Und wenn man dann so merkt, oh, die machen ja seit den 60ern, frühen 60ern, bauen die Schlagzeuge. Was haben die denn alles mal gemacht? Ich meine, das ist ja ein bisschen Zeit, die da ins Lande geht. Ja, und dann lernt man, ach, die haben mal in den 70ern Phenolic-Kessel gemacht und die haben Fiberglas-Kessel gemacht. Die haben verschiedene Hölzer gemacht und die haben auch Hybrid-Kessel gebaut wie Wood Fiberglass. Und mit dem Wissen geht man dann am besten auf irgendwelche Gebrauchtwaren-Webseiten und guckt, dass man die Materialien dann irgendwie an Land gezogen bekommt. Also in Ja. Deutschland ist nicht so groß,
Aber man findet hier schon einiges. Also ich habe ein Wood Fiberglass Kit, ich habe ein Acryl Kit und. Also jedes Material, das waren ja bis zu 5 Materialien. Und jedes hat halt eine andere Eigenschaft. Und das war halt so der Eye-Opener für mich, wo ich dann erkannt habe, Pearl war, und ich lasse es mal bei war sehr, sehr vielseitig und Ja. innovativ. Wir haben Ja. viel ausprobiert. Und ich sag mal, heutzutage, wie sind die Vibes? Waren noch, und Tama hat das auch mal gemacht. Aber das hat nicht unbedingt wirklich Anklang gefunden. Ja. Und deswegen kriegt man solche Sachen ab und zu mal hinterhergeschmissen. Manchmal muss man viel Geld dafür zahlen. Aber es ist halt wirklich, wenn du einen, ich sag mal, einen Fiberglaskessel hast, so wie Ja. der hier momentan ist. Ja. Fiberglas wird im Schiffsbau benutzt. Also ich wüsste keinen Hersteller, der heutzutage noch was mit Fiberglas baut. Also Schlagzeughersteller. Ja. Interessant, ja. Genau. Und da ist es halt auch schwierig, dann heutzutage an so Materialien zu kommen. Also man kommt gar nicht drum her, Vintage-Kessel zu kaufen und die Ja. zu restaurieren. Und dann hat man, wenn man die restauriert, wirklich noch in meinen Augen einen Kit, was den heutigen Kits viel voraus hat. Ja, also nochmal kurz für mich zum Nachhaken. Das heißt, du baust eigentlich keine eigenen Schlag, das heißt, du fertigst keine eigenen Kessel, sondern du schaust Materialien oder nach Materialien, bevorzugt Pearl-Materialien, weil du davon überzeugt bist, und bringst die quasi aus den 60ern in die heutige Zeit, in die moderne Zeit. Das heißt, du rüstest die auf, du grad, weiß ich jetzt nicht, gratis die neu, Genau, polierst die neu oder graten, ja, machst ja. andere Hardware. Ja, okay. Also das ist, also wenn man sich ein gebrauchtes Kit kauft, lass es mal 40 Jahre bei Oma auf dem Dachboden gestanden haben oder im Ja, Keller, dann sieht das klar. halt dementsprechend aus. Genau. Also wenn du den Kessel hast, da kommt alles runter. Hardware komplett runter, da kommt die Folie komplett runter, das Ding wird komplett nackt gemacht, so als wenn es gerade Ja. aus in der Fabrik neu gebaut werden soll. Und dann Ja. guckt man sich halt die Schäden an, die Oberflächenschäden. Wenn die Folie noch gut ist, was sie meistens eher nicht so ist, Ja, glaube ich, ja. dann kann man noch eine Folienrestauration durchführen. Das habe ich mit der hier gemacht, wenn man das überhaupt erkennen kann. Ja, nimm sie Da mal war die raus. Folie. Ich Ich glaube, nehme sie kannst du mal die raus. rausnehmen? Ja. Also sowas interessiert mich immer sehr. Oh, schön, So. ja. Genau, das ist auch noch eine alte mit President Badge. Ja, Und geil. gerade, also Roststellen findet man bei mir am Schlagzeug nicht. Bei restaurierten Sets muss das Ja. halt wirklich aussehen, als wäre es gerade frisch aus der Fabrik gekommen. Und gerade bei der Krass. Wahl die Folie noch so gut in Ja, Schuss, da Wahnsinn. konnte man das auf jeden Fall noch verwenden. Da wäre Ja, es Schande nicht. gewesen, die Folie in den Müll zu schmeißen. Absolut. Das so. Was ist denn jetzt für dich zum Beispiel das Besondere? Das ist, glaube ich, Präsident ist auch ein Phenolic-Kessel, ne? Binne? Der Kessel des Nerdrop ist ein Phenolic-Kessel auch, ne? Genau, das ist ein Genau, Phenolikessel. genau. Also eigentlich wie hier, die kann ich ja auch mal hier Genau. einfach noch mal kurz, noch mal, dann wissen die Zuschauer auch noch mal irgendwie diese schöne Schätzchen, die ihr natürlich im Test gleich auch alle hören werdet. Aber wie oder was ist das Besondere für dich denn an so einem Phenolic-Kessel, dass du das, was ist das Besondere oder was ist das Besondere bei dir an, was hast du eben noch gesagt, dieses Fiberglas hätten da, dann ein, zwei Wood andere Sachen hast. Fiberglass, Wood Fiberglas, genau. genau. Was ist denn das Ja. Besondere oder vom Klangcharakter? Weil ist ja schon anders als Holz. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen was anderes. Phenolik ist halt für mich, finde ich, ein ideales Material, um wirklich auch Schlagzeugkessel zu bauen, die nachher auch einen super Sound haben. Ich sag mal, Fiberglas ist auch schön klanglich. Aber es ist eher scharf. Es geht so Richtung in die Acrylschiene rein. Also Genau, es ist hätte so ich ein jetzt auch bisschen, gedacht, ja. genau, es ist so ein bisschen schärfer vom Sound. Und Phenolik ist da genau die andere Richtung. Also es klingt fett, es klingt warm,
Es ist, ich sage immer, wenn einer fragt, so, wo geht das denn soundtechnisch hin? Ich würde das, also wenn man eine Messing-Snare hat auf der einen Seite und eine Holz-Snare auf der anderen, würde ich Phenolic genau dazwischen setzen. Ah, okay, ja, interessant, Also ja. es ist nochmal sowas anderes. Dass man, also es schließt ein bisschen die Brücke. Also Genau. das finde ich ja eh sehr interessant bei diesen ganzen Sachen. Das heißt, du hast dich schon auch darauf spezialisiert, eigentlich nicht auf Holz oder Stahl oder Aluminiumkessel. Wahrscheinlich beides, weil da oben sehe ich jetzt, glaube ich, noch eine Jupiter-Snare. Ist das richtig, da oben bei dir in der Ecke? Genau. Hier ist noch eine, Die? jawohl. Ja, geil. Eine von vielen. Ah, Wahnsinn. Also das ist Ja. krass halt irgendwie. Also bist du oder sagst du einfach, nee, das ist ja, Phenolic ist eins der Materialien mit der Arbeit, das ist ganz egal, das ist so, oder hast du da deine Vorlieben oder wie Also liest du das Ganze? tatsächlich, ich arbeite viel mit Phenolic, sehr gerne, weil es sich schön verarbeiten lässt. Und ich bin tatsächlich, wenn es um Snare Drums geht, nicht so der Holzmensch. Okay, ja, Da, interessant, ich, ja. ich, ja, ich bin tatsächlich eher, also so wie von Ludwig die LM402, so Aluminium-Snares, Ja. Messing-Snares, das ist eher so meine Richtung. Und Stahl geht sicherlich auch. Bei Bronze und Kupfer bin ich raus. Ich finde, ist ja nicht so wichtig, was ich finde. Nein, 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 nein. Aber jeder, da ist ja, also ich finde ja immer, Nein. für mich wäre die Welt, ich mag die Welt bunt, so wie ist. Und ich finde immer, für mich wäre es total langweilig, wenn jeder Mensch gleich wäre. Jeder Mensch den gleichen Geschmack, wäre das Ja. total langweilig. Dann wäre es doch nicht mehr Genau. bunt. Das ist doch, es wäre doch Eben. total doof, wenn jeder sagt, ey, nur Holznähers. Ich finde ja gerade gut, wenn man sich auch mal reibt. Und sonst könnten wir uns doch gar Ja. nicht unterhalten. Dann wäre es ja gar nicht, wäre es doch langweilig. Genau, auf Na, jeden und also. Fall. Ja. Nee, das ist. Ich habe meine Materialien, die ich sehr gerne spiele, auch im Studio ab und zu mal gerne spiele und Ja. dann mal ein bisschen was probiere. Aber tatsächlich bin ich bei Aluminium, Messing und bei Phenolic hängen geblieben. Das sind so meine drei Go-Tos. So Ja. an der für Snare Drums. Ich sage mal, bei Bass Drums und bei Tom Drums, Floor Drums ist ja natürlich alles offen. Ja, klar. Okay, das stimmt natürlich halt irgendwie. Naja. So, jetzt erzähl doch mal, jetzt haben wir diese Ja. wunder wunderschöne Snare. Was ich ja erstmal Genau. toll finde, ich bin ein totaler Freund von breiten Spiralteppich und ich hab mich Ja. wie ein Bolle gefreut, dass ich dachte, boah, geil, da teilt einer deine Leidenschaft. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie es zu dieser Snare gekommen ist, vielleicht einige Spezifikationen, wie du da drauf gekommen bist, weil ich finde, die sieht wunderschön aus, es ist ganz, ganz toll, dass du vielleicht ein bisschen was zu dieser Snare erzählst. Ja, also da ich ja viel restauriere und viel, ich sag mal, für mich selber baue, bleibt halt auch relativ Material über. Und wenn da mal was überbleibt von der Restauration oder hier bleibt, ich sag mal, ein 14er Concertom-Kessel über, den der Kunde nicht haben möchte, den Oma Siegfried auf eBay Kleinanzeigen verkloppt für ein Appel und ein Ei. Dann geht man halt los und kauft den und hat dann erstmal einen super Phenolic-Kessel. Halt, der ist dann 14 Zoll im Durchmesser, aber 10 Zoll hoch. Und dann fängt man den halt an zuzusägen, macht die Bearing Edges, schleift alles schön plan, guckt, dass man irgendwelche Kratzer von innen und von außen nochmal schön rauspoliert. Und dann geht man halt bei und überlegt sich dann, das bin halt ich bin relativ wählerisch, wenn es um Finishes geht. Und da war dann halt die Frage gerade bei der, was mache ich da drauf? Wir haben ja auch ganz viele Folien im Shop und kommen ja quasi überall ran. Und ich habe die Tube-Lugs gesehen und dachte, nee, es wird auf jeden Fall was für High Tension. Ein Tube-Lug-Snare hat ein schön klassisches Design. Damit macht man nichts falsch. Und dann dachte ich mir halt, okay, Folie, ja, grün, blau, orange, lila, ist schön, aber ich dachte mir, man könnte auch mal wieder was Extravagantes machen. Und dann bin ich halt losgegangen und habe ein Aluminiumband besorgt.
Und das Aluminiumband sieht man auch super in der Mitte. Das ist wie so ein breites Inlay. Ja. Und das ist so dreigeteilt. Also man hat einmal die Folie, dann Aluminium und dann nochmal die Folie. Ja. Genau, und das sollte halt der Look sein. Ich habe das gesehen und habe dann verschiedene Folien, weil ich wollte dieses Aluminium-Inlay haben und ich wusste noch nicht, mit was ich es kombiniere. Und dann habe ich so eine Perlmuttfolie, die so leicht geschwärzt ist, wenn man das so sagen kann. Ich weiß den Namen nicht, leider. Sieht total edel Und aus, kann ich nur sagen. Ich hoffe, man ja. sieht das sonst auch nochmal im Video hinterher. Also, ich finde, die Snare sieht unheimlich edel aus. Und was Sehr ich ja schön. natürlich auch geil finde bei Phenolic, die hat Gewicht, aber sie ist sehr gut tragbar. Also, ist jetzt nicht Ja. richtig schwer. Ne? Also, da habe ich Holzkissen in der Hand gehabt, wo ich dann so manchmal machen muss. Ne? Also, das ist auch eine Snare. Ja, ich habe so ein, zwei Snares, halt, die sind so schwer, die werden niemals mit mir auf Tour kommen. Das Ja, kann ich keinem Bigliner zumuten, keinem Drumtech oder ich mir selber auch nicht, weil ich einfach denke, ey, das schleppe ich irgendwie alleine 8 Kilo, 10 Kilo mit durch die Ja. Gegend. Das wird nicht funktionieren. Und von daher ist das Das für mich auch rautauglich. ja, das war auch tatsächlich, wir waren mal auf so einer kleinen Tour und ich hatte die 14x6,5er Jupiter dabei. Das ist halt auch so ein Brett, wenn man das dann jeden Abend rumschleppt, denkt man sich auch, oh nee. Nee, nee, nee. Auch hört sich toll an, aber das wird sonst nichts mehr. Ja, geil. Hammer. Genau. Weißt du, wie hast du die jetzt verarbeitet? Ich meine, jetzt zum Beispiel, hast du eine spezielle Gratung? Hast du nochmal ein Snare-Bett gemacht oder nicht? Oder warum hast du das ist, glaube ich, 42 Spiralen oder drei? Nee, zwei, sieht mir nach 42. Ich habe jetzt nicht mehr. Das sind Das 42, sind genau. 42, wollte ich gerade sagen. Sieht danach Ja. aus. Hast du eine spezielle Gratung oder ein Snare-Bett? Oder warum hast du es gemacht? Oder warum hast du es nicht gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar gerade wenn ich restauriere oder Snare Drums baue, ich benutze gern natürlich die Standardgratung 45 Grad. Ne? Die ist ja überall drauf. Das ist standardmäßig im Schlagzeugbau. Also ich nenne es ab und zu auch gern mal Quatsch, weil es gibt Kunden und auch Kumpels, die zu mir kommen und sagen, oh, 60 Grad, das ist genau das, was die Bassdrum super fett macht und die Floor-Tom, da muss das drauf und hier muss das drauf. Ja. Finde ich Quatsch, weil mit 45 Grad, einer schönen Spitzen 45 Grad, ich betone Spitzen 45 Grad, Fräsung, hat man eine super Auflagefläche und solange man gute Felle benutzt, einen anständigen Kessel hat und gute Hardware, die nicht irgendwie mitklackert, kannst du das Beste aus dem Musikinstrument rausholen? Ja. Und jetzt ist es so, bei der habe ich mich für 45 Grad Roundover entschieden. Das heißt, man fräst erstmal 45 Grad auf beiden Seiten natürlich, dass die Gratung, also die Spitze der Gratung, nicht irgendwie rechts an der Außenseite des Kessels ist oder innen drinne, sondern schön mittig. Und dann geht man bei und schleift die Schärfe der Bearing Edge noch mal ein bisschen runter. Also man rundet die über. Ja. Also dass man quasi so ein bisschen die 45 Grad, dass die nicht wirklich sehr spitz zulaufen, sondern ein bisschen abgerundet sind. Genau, ja. Und ich finde, das gibt gerade auch einer Snare Drum viel mehr Bauch. Okay, Also ja. dass man da viel mehr Punch reinpackt. Also sind meine Erfahrungen damit. Ja, interessant. Genau. Warum hast du dich für 45 Grad Spiral? Also, ich bin totaler Fan davon. Viele Tontechniker hassen es, aber ich denke manchmal, es Ja. kommt dann auch drauf an, wie stimmen. Bei so einem fetten Spiral, bei so einem 42 Spiral-Teppich weiß ich einfach, wenn ich das Tom 1 anschlage, das vibriert halt immer mit. Klar, dann Ja. gibt es dann diese Stimmtechnik, aber ich finde eben bei so vielen, ich mag das. Ich weiß aber auch bei ganz vielen, die es nicht mögen. Warum hast du dich dafür Ja. entschieden? Warum hast du 42 Spiralen genommen? Tatsächlich, also mein Go-To an der Snare Drum war tatsächlich immer, ich sag mal, John Bonham-Style, ein Emperor als Schlagfell, ein Ambassador Reso und 45 Spiralen. Und ich fand, das hat eigentlich immer super funktioniert. Und gerade auch mit der Snare, 14 mal 6,5er, ist halt nicht
Also eine 14x6,5 Snare ist halt schon gemacht, um ein Rockbrett zu sein. Genau. Nach meiner Meinung nach. Ist jetzt nicht unbedingt was für Jazzer oder. Ne? Von daher habe ich mich dann da auch für entschieden, die soll ein bisschen lauter, ein bisschen energischer sein. Und das soll so, ich sag mal, die Snare ein bisschen komplementieren. Ja, also wie gesagt, ist ein ganz, ganz tolles, wunderschönes Instrument. Klingt wahnsinnig, das hört ihr nachher noch im Video. Wenn ich da Soundbeispiele mache, auch mit Musik hinterher noch. Jetzt gibt es ja eine Story, wir verlassen mal die Snare dran hier ein bisschen. Du hast ja mal, weil das fand ich ganz interessant als Story so, ich mag, bin ja so ein Story-Typ, oder wenn so eine Snare, so eine Story, wie du sagst, das war eigentlich mal ein Konzert-Tom, das habe ich dann ummodifiziert. Jetzt gibt es ja bei dir noch eine Story aus, als Fan von Erik Singer, Peter Criss oder Erik Singer, das weiß ich jetzt gar nicht. Also Peter Criss ist mein All-Time-Favorite, Ja. aber ich sag mal, wenn man heutzutage auf dem, oder damals 2017 auf ein KISS-Konzert gegangen ist, da war halt Hast du. Eric Singer und Zombie Thayer, ne? Aber Genau. Weil du hast genau. ja original ein Set nachgebaut. Wie kam es denn Ja. dazu? Oder warum machst du das? Einfach just for fun oder als Ja. Fanboy? Wie kommt man da drauf, sowas zu machen? Ja, viel Geld, Größenwahn und viel Zeit. Geil. Nee, also das kam tatsächlich, ich bin damals 2017 auf einen, nee, gar nicht, 2019 war das, auf ein KISS-Konzert gegangen. Das war auch mein letztes KISS-Konzert Ja. und da war Eric Singer mit seinem neuen Schlagzeug dann auf der Bühne. Und der Vorhang ging runter. Und ich habe bestimmt die 2 Stunden, die das lief, das Schlagzeug angeguckt. Und dachte mir, wieso, weshalb, wie, warum ist das? Es war halt ein Fiberglas-Set, Ja. riesengroß, Double Bass von 18, 12, 13, 5, 14, 15, 16, 18, es war halt alles da. Fiberglaskessel aus den 70ern. Und das hat dann natürlich, das hat mich total getroffen. Weil das war genau das, was ich halt zu Hause im Keller vor mich her bastel die ganze Zeit. Vintage-Sets in die Neuzeit holen, restaurieren, eine super Folie drauf, wunderbar. Und dann habe ich das gesehen und das war halt, das war nicht irgendwie Chrom. Ich wusste zu der Zeit nicht, was es war. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, Spiegelglasmosaik. Aha, Das ist ein okay. wunderschönes Wort. Ja. Und das waren tatsächlich, kennt man von der Disco-Kugel. Eine Disco-Kugel ist mit ganz vielen kleinen quadratischen Spiegeln beklebt. Ja. Und diese Spiegel haben die auf das Schlagzeug geklebt. Ach, geil. Okay. Ja. Und dann dachte ich mir, und dann habe ich halt mich wieder informiert, informiert, informiert. Tatsächlich war Eric Singer natürlich nicht der Erste, der damit mal um die Ecke kam. Sondern Peter Criss hatte 1975 in Kiss Alive 1 auch so ein Schlagzeug. Geil. Also natürlich alles wieder aufgewärmt. Aber ist natürlich super, weil man sieht es mal wieder live. Ist toll. Gleiche Kessel, gleiche Konfiguration quasi. Und halt dieses Spiegelglasmosaik. Ja, und dann gingen so ein paar schlaflose Nächte vorbei, wo ich dann halt gesucht habe, wo kriegt man Spiegelglasmosaik her? Findet man relativ häufig, aber dann halt nur in so kleinen Formaten. Man möchte ja nicht wirklich ein ganzes Set damit bekleben, einzeln. Und dann gab es das halt Gott sei Dank in solchen Matten, so 30 mal 30. Und dann habe ich mir die Kessel zusammengesucht. Ja, und habe angefangen. Das weiß ich noch, bei Oma im Garten habe ich die ganzen Kessel an einem schönen sonnigen Tag rausgeräumt in den Garten. Und habe die innen drinne erstmal alle gestrichen. Alle schön weiß gestrichen wieder. Das war so der Anfang, wo es dann wirklich Fahrt aufgenommen hat mit, ich sag mal, Replika-Kits, wo man dann sagen kann, guck mal, das hat der auf der Bühne gespielt, das habe ich hier nachgebaut, als Hommage auch. Genau. Wahnsinn. Aber da hast du ja dann noch was geguckt. Du hast ja dann tatsächlich das Set komplett nachgebaut.
hast es dann dem Backliner gegeben, aber da war so ein bisschen so eine unrühmliche Geschichte, wo der dich so ein bisschen veräppelt hat, oder? Ich sag mal so nett gesagt. Ja, also ich will da nicht wieder Wind aufwirbeln, deswegen halte ich mich da relativ kurz. Jedenfalls war es dann so, dass ich das Kit fertig gebaut hatte und habe das dann natürlich überall gepostet. Und dann kam ein Herr auf mich zu, der auch nach USA Kontakte hat. Und meinte so, das ist super tolle Arbeit, vielen Dank. Für einen Handwerker gibt es nichts Schöneres, als wenn seine Arbeit geschätzt wird. Von daher war das super toll für mich. Und da wurde dann mehr oder weniger auch der Kontakt zu Eric Singer und den Custom Drum Bau da geknüpft. Und dann hieß es, jetzt muss ich lügen, 2020, 2021, ich glaube 21 war es, hieß es, ja, Eric Singer möchte wieder ein neues Schlagzeug. Und diesmal nicht Fiberglaskessel, sondern Phenolic-Kessel. Ah, okay. Und ich natürlich mit meinen 5 Millionen Snare Drums im Regal. Oh, das ist toll. Das finde ich toll. Ich habe hier noch ein paar Kessel. Werden die gebraucht? Nein. Wir haben schon quasi alles gefunden. Wir brauchen nur eine 22er Bassdrum. Ja. Und dann habe ich die tatsächlich an einem müden Abend einfach auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Habe dann dem Kontaktmann Bescheid gesagt. Jo, hier ist sie. Holst du die ab? Und er, super, natürlich, hole ich sofort ab. Vielen Dank, tschüss. Und dann ging halt so ein bisschen Zeit ins Land. Und dann wurde ich nochmal angefragt, ob ich die President Badges nachgießen könnte. Also die Badges hier mit dem President Logo, ob man die reproduzieren kann, weil die findet man ja nirgendwo mehr. Und habe ich gesagt, ist überhaupt kein Problem. Habe die Abgüsse fertig gemacht davon und habe die dann per Hand bemalt zu Hause. Und habe die dann mehr oder weniger auf die Reise geschickt. Und da ging es dann irgendwie los. Kam nie an, schwierig, komisch. Naja, jedenfalls kann man das bei Modern Drummer auch sehen, das Kit. Das ist das Kit mit den Phenolic-Kesseln. Und mit dieser silbernen Krokodilfolie. Gibt's ein Video bei Modern Drummer, kann man reingucken. Da sieht man auch, dass, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Badges nicht original sind. Ja. Genau. Das war so die kleine Geschichte mit den Amerikanern. Ja, das ist so, herrlich. Hör mal, wenn man mit dir in Kontakt treten muss. Und wenn jemand sagt halt, hey, ich möchte vielleicht eine Phenolic Snare haben, ich möchte eine überarbeitete Snare haben oder so, wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten, Tim? Das werde ich natürlich auch nochmal in den Shownotes nochmal verlinken. Aber wenn jemand sagt, ey, ich bin interessiert an deiner Arbeit und würde mich dann mal, weil du hast gesagt, du hast Millionen Snare-Drums irgendwie und vielleicht hat der eine andere oder Interesse, möchte ich mal mit dir in Verbindung setzen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Also tatsächlich ist es am besten, wenn man bei Adoro Drums, bei uns hier einfach um die Ecke vorbeischaut. Wir haben ja einen wunderschönen Showroom. Und wir haben ja quasi alles da rund um Schlagzeug. Man kann auch gleich mit gepackten Koffern da stehen. Wir gucken uns das Schlagzeug an, ist überhaupt kein Problem. Und das ist so, ich sag mal, der einfachste Weg, mich zu erreichen. Ja. Noch ein Weg wäre natürlich einfach über Instagram. Ich habe eine Instagram-Seite, Legacy Drums. Genau. Legacy, nicht Drum Legacy, sondern einfach nur Legacy Drums. Genau, Legacy Drums. Ja. Genau. Da könnt ihr mich finden, könnt ihr mich anschreiben. Genau, das steht doch nochmal überall drauf. Richtig so. Ja. Klasse. Nee, deswegen. Also, hör mal, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn vielleicht nochmal Fragen, vielleicht kommt dem einen oder anderen Zuhörer näher, wenn der nochmal Restaurationsfragen hat, vielleicht darf ich nochmal auf dich zurückkommen. Also jetzt nur im Groben, manchmal gibt es ja so, was ist das überhaupt, was habe ich hier überhaupt? Vielleicht würde ich mich freuen, wenn Timo und ich nochmal auf dich zurückkommen dürften, weil in Sachen Pearl Drums kenne ich keinen, der so nerdig im Moment drauf ist wie du. Und das finde ich mega.
Das ist nett, vielen Dank. Gerne. Tim, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, auch im Namen von Thibaut Ickenroth, der mein Schlagabtausch-Duo-Partner ist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich sage einfach mal, ja, mach weiter so, bleib so, wie du bist und ich sage Tschüss nach Berlin. Ja, Tschüss. vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Tschüss. Gerne. Tschüss. So, ihr Lieben da draußen, jetzt habt ihr die komplette Packung bekommen. Ich habe die Snare Drum nochmal vorgestellt mit den verschiedenen Soundbeispielen, dann auch nochmal als Songs mit Musik und im Anschluss daran das Interview mit dem Tim habt ihr hoffentlich gehört. Also eine wunderschöne Snare Drum und ja, viel Spaß damit, wer immer diese Snare später sein eigen nennen darf. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Adoro Drums und an Tim, dass ich die Snare Drum testen durfte. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Gear Check. Das war euer Dirk. Tschüss.